Moin Leute, ich bin hier mit dem guten Flo. Ach, na guck, da geht's direkt los, ey. Ja, habt ihr im letzten Video gesehen, oder vorletzten, unser guter Freund Flo hat sich der 610er gekauft. Jetzt bin ich erstmal ein bisschen gefahren, ne? Ja, kannst du sehen, ey, die Reifen sind direkt nass, es ist direkt rutschig. Also es ist echt arschkalt, ich glaube es sind 3, 4 Grad, irgendwie sowas. Zumindest war das gestern die Voraussage. Ich habe nicht drauf geguckt. Heute. Ich glaube, also lasst euch jetzt nicht davon beeindrucken, wie ich hier aufhole, wenn er Gas gibt, weil er wird ganz bestimmt gerade nicht Vollgas geben, weil man muss ja erstmal warm fahren. Aber ich bin schon zu ihm gefahren, das heißt, wenn die ist schon längst warm. Was geht da ab? Was war das denn? Was ist das denn? Was war das? Was war? Ich hab die Kamera angehabt. Was war das denn? Ist das geil, ey? FKK im Winter hier oder was, ey? Unglaublich. Manche Leute, ne? Die brauchen sowas. So, hier. Kann man sich schön... Ich weiß auch nicht, was er da gemacht hat, ne? Ich weiß auch nicht, was er da gemacht hat. Aber es hat mich angetötet. Nein, Spaß. Das FKK im Winter, sage ich nur. Aber wenn du willst, können wir das nachher auch eben machen. Ja, gleich. Aber dann mache ich die Kamera aus, ne? Wieso? Wieso? Genau! Geiler Typ, ey. Der Flo ist wieder fleißig am Blinken. Dem geht's genauso wie mir immer. Ich bin auch immer am Blinken, ey. Aber das wisst ihr ja wahrscheinlich. Oh Gott! Da siehst du, da kommt's doch wieder. Aber was auch wieder kommt, ist, dass ich auf dieser Strecke von hier nach hier nicht spielen kann. Ich sitze einfach nicht drin. Ich fand's gut, wie er abgehoben ist und nochmal so einen richtigen Schiss rausgelassen hat. Ich glaube, das habe ich auch drauf. Also heute habe ich echt nur... Was? Einen attraktiven Männerarsch. Ja, erst nur Ärsche heute, ne? Erst du, dann der Männerarsch, dann... Ne? Verrückt. Rum, bum, bum. Nicht diesen Weg wheel. Warum kann ich das nicht? Ich muss das Gewicht weiter nach da. Ich habe auch gemerkt, ich habe über den Winter, normalerweise sind wir auf dem Acker. Es kamen auch 2 Videos dazu, das war von einem Tag. Ich war danach noch einmal auf dem Acker, das ist so matschig, ich kann da nicht fahren. Selbst die mit Enduro-Reifen, selbst für die ist es teilweise echt zu nass. Da sind so riesige Pfützen und Löcher. Alles voll mit Wasser. Richtig schrecklich. Also dieser Januar kotzt mich so an, muss ich echt sagen. Viel zu viel Wasser, viel zu warm. Eigentlich. Also es ist zwar kalt, aber normalerweise erwartet man halt Schnee, ne? Wo soll der da hin?
war's. Ja, der Fußbremsreflex kommt wieder rein, ey. Der muss wiederkommen. Sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Siehst richtig sportlich aus mit deinen Nikes hier. Ja. Ja. Guck mal, wenn du hinfällst, ne? Und du mit der Hacke aufkommst, ne? Dann springst du bestimmt voll hoch. Bis da oben. Der Kugel gerade. Bis in den Himmel. Kackst du dabei dann auch so? Ja. Auch so weiß wie der? Ja, mal gucken, ne? Weißt du, was das Weiße in Vogelkacke ist? Nee. Auch Vogelkacke. Ah. Ja. Heftig, oder? Ja. Den hab ich von einem Kollegen geklaut. Okay. Ja, den fand ich irgendwie lustig. Weiß auch nicht warum. Lass mal so zweiten Gang nebeneinander fahren. Und dann einfach mal ganz kurz Gas geben. Dann sieht man mal, wie krass du wegziehst, Alter. Ja. Ist richtig krass. Okay. Also man muss sich halt vor Augen halten, die WR ist nicht so viel langsamer als die DRZ. Also ein bisschen langsamer schon. Lass mich mal schauen, ne? Mit der 80 ist okay. Und dann ist die halt weg, ne? Das ist halt genau das. Das ist genau dasselbe wie bei der DRZ irgendwie auch so ein bisschen. Bei der DRZ bis 80 halte ich sehr gut mit. DRZ ein bisschen schneller. Kommt auch drauf an, was für ein Fahrergewicht und was da gemacht ist. Kommt immer drauf an. Aber nach 80 ist vorbei. Also dann sind die weg. Gar kein Thema. Also ist vorbei. Mal fahren? Was? Mal fahren? Ja. Ja, da sagst du nicht nein, ne? Da sag ich nicht nein. Ich bin gespannt bei der hier. Die Vergaser-Version hat mir nicht so gut gefallen. Ja. Tok, 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 tok. Aha. Oh. Vorsicht, da ist Glas. Okay, erster Gang durch. Ja, doch, sie ist fast durch. Ich glaube, die Vergaser-Version war ein bisschen heftiger. Vibriert aber nicht so doll, ehrlich gesagt. Also, da kann man was nicht. Also es vibriert schon viel, das muss man halt sagen. Aber man muss sich halt auch überlegen, in der WR ist halt darauf geachtet worden, dass nicht so viel vibriert. Und es ist halt nur 250 Kubik der Kolben. Der ist nicht groß. Und hier Kolben für 610 Kubik. Da geht einiges, ne? Man merkt, die spaziert nicht so los wie so eine Sportenduro oder so. Also die zögert schon ein bisschen mehr. Mal gucken, was Flo jetzt sagt. Nee, doch, gefällt mir echt gut. Nee, finde ich super. Also diesmal bin ich ganz anders eingestellt. Da sieht man mal, manchmal muss man den Dingen auch zwei Chancen geben. Jetzt zum Beispiel, da hast du so Vibrationen, die mag ich nicht so gern, ne? Also ich bin da nicht so ein Fan von, aber da kann man sich auch echt anstellen, so muss ich jetzt zu mir sagen, weil man fährt einen Einzylinder, da muss man sich darauf einstellen, dass das vibriert, ist klar. Ja doch, im oberen Drehzahlbereich geht die doch schon hart ran. Nee, also diese hier macht einen echten sauberen Gesamteindruck so. Also vom Fahrgefühl her und so. Finde ich super. Man merkt schon das Gewicht, aber es ist nicht so krass, wie ich dachte. Ich würde so gern jetzt die andere, die ich gefahren bin, nochmal fahren. Und die beiden mal vergleichen. Vielleicht ergibt sich das irgendwann mal. Wäre echt geil eigentlich. Weil die andere, weiß ich nicht, da hat mir der Gesamteindruck nicht so cool. Ey, mein Fahrer, das sollst du reinziehen, oder? Ja. Das muss ich auch noch verstehen, das bei deiner halt nicht viel einfacher. So, in bestimmten Drehzahlbereichen ist bei der auch ein bisschen so, ja, dass das so in den Arsch so rein vibriert, ja, aber sonst ist das voll okay. Das ist auch voll gut. Ich finde, der Gesamteindruck ist sauber, also ja, richtig ja geil. Mir gefällt die auch richtig, richtig gut. Und ich weiß nicht, die andere,
Irgendwie ist sie mir da schwer vorgekommen, aber die nicht. Aber das sind ja, ich meine, hier ist ja nur eine Einspritzung anders eigentlich, ne? Ich würde gern die andere nochmal daneben fahren, ob das jetzt an mir liegt oder... Aber macht echt einen sauberen Eindruck. Man merkt aber, die andere war, glaube ich, wirklich Vergaser und mit Flachschieber. Mhm. Und wenn du dann halt Gas gegeben hast, kam sofort dieses ja. Bumm, weißt du? Was bei der Beta von Potti auch ist. Ja. Und das ist hier nicht ganz so krass. Ja. So die Einspritzung macht das so ein bisschen zahmer, aber die ist trotzdem noch aggressiv. Ja. Krass, jetzt geht's hier rüber. Ohne Scheiß, hier ist halt über die ganze Straße eine Ölspur. Das ist genau das, warum Motorradfahrer in Angst leben. Ich rutsch schon. Ich bin schon durchgefahren. Hier sieht man es auf dem Boden. Ich weiß nicht, kann man das sehen? Kann nicht wahr sein, ne? Was ist das, ey? Da dreh ich mich auf. Ich verstehe halt auch nicht. Also, ich meine, es können scheiß Dinge passieren, ne? Aber, also der Typ muss halt schon echt ein richtiges Leck gehabt haben, weil das ist hier wirklich, du musst dich vorstellen, der fährt hier 50 und alle 30 cm ist hier ein Tropfen. Der muss zu Hause weggefahren sein und da muss eine Pfütze gelegen haben. Also sowas, sorry, sollte man echt in 95% der Fälle auf jeden Fall merken. Geht gar nicht. Ich hatte auch genau wegen sowas schon mal ein großes Problem mit dem Auto. Und zwar bin ich mit dem meinem MX-5 gefahren. Vielleicht wissen das einige von meinem Instagram oder so. PMSMG, kleiner Plug hier. Ich hatte den MX-5, bin in eine Kurve gefahren, war eine Ölspur, bin ich rausgeflogen. Heckantrieb, keine Unterstützungssysteme außer ABS. Da fliegst du raus. Mit Motorrad natürlich so gefährlich. Was ist denn los? Ah, man muss immer erst böse werden hier. Hallo, wir haben gehört, dass man hier einfach so hinkommen darf und nach Stickern fragen darf. Oh, richtige Dreckskarre. Guck mal. Zwei Stück haben wir über. Zwei hast du über? Ja, hier Flo wollte Sticker haben. Danke. Ich habe gehört, es darf jeder bei dir klingeln. Nein. Auch Kinder. Nein. Zu jeder Tageszeit. Zu jeder Tageszeit, immer. Kommt ruhig alle zu Potti nach Hause, ist überhaupt gar kein Problem. Ich wohne hier ja gar nicht. Ach, du wohnst hier nicht? Arbeitest hier nur? Schick, delicious. Wir haben gedacht, wir nerven dich jetzt. Ja. Wir kommen jetzt einfach mit rein und so.